Ja, jetzt im Herbst werden die Tage kürzer und das Laub fällt von den Bäumen. Das bringt natürlich auch Probleme mit sich halt oder Gefahren für die Hunde. Im Laub, wenn das Laub hochgefallen ist, können schon mal sein, dass dort sich auch Scherben befinden und mit den Scherben können sich die Hunde relativ leicht verletzen. Die Hunde stöbern im Laub auch relativ gerne Igel auf, die dann übersät sind mit Flöhen. Das ist auch nicht immer so lustig. Sehr viele Kastanien haben wir jetzt zu dieser Jahreszeit. Damit spielen die Hunde überaus gerne und vor lauter Spieltrieb können sie auch solche Kastanien schon mal verschlucken und das kann dann zu Darmverschlüssen führen. Wir haben ein relativ trockenes Gras jetzt und dieses trockene Gras, wenn die Hunde da durchlaufen, dann fallen schon mal Grannen runter und diese Grannen, das sind so kleine Grasähren, die bleiben in allen möglichen Körperöffnungen hängen halt. Wir finden die im Auge, wir finden die in den Ohren, wir finden die in der Nase vor allen Dingen halt und es ist sehr schwierig, diese Grannen zu entfernen. Wenn die Tiere dann auch durch das Gras laufen, warten dort schon die Herbstgrasmilben. Das sind Milben, die dann im Kopfbereich und auch in den Achseln oder in den Unterbauchbereich Ekzeme hervorrufen können. Im Herbst sind die Stoppelfelder abgeerntet halt und die Hunde genießen es natürlich, über diese Stoppelfelder zu laufen. Das kann auch schon mal Zwischenzehenekzeme im unteren Zwischenzehenbereich geben, weil diese Stoppeln relativ hart sind. Und wenn im abendlichen Spaziergang uns mal die Dämmerung überrascht, dann wäre vielleicht ganz günstig, wenn man sich reflektierende Kleidung oder dem Hund auch ein reflektierendes Halsband anziehen würde.